Hey, Akani war gestern auch so ein Fein, ihr wisst ihr das? Der ist, der war ja die ganze Nacht hier mit dem Büro quasi, wo wir gezockt haben gestern. Und der war so entspannt einfach. Der war die ganze Nacht hier, hat keinen Mucks gemacht, hat später draußen ein wenig gekackt. Und so ein Feini einfach. Der war ganz entspannt. Wir haben richtig lange und gut gepennt, Leute. War auch mal ganz nice. Also wirklich absoluter Ehrenhund. Der Bro ist auf jeden Fall extrem entspannt geworden über die Zeit. Das ist auch so eine Sache, die ich gemerkt habe. Also Leute, jetzt slide ich hier schon wieder ein Thema rein. Aber ist egal, ich mach's einfach auf, das Thema. Komm, wir machen es auf und gönnen uns rein. Also, Hunde, Leute, ja? Hunde Real Talk, ganz kurz. Hunde sind so ein Ding für sich. Ich dachte immer so, fuck, als ich Akani bekommen habe. Also wirklich, schaut ihn euch an, er ist ja wirklich, man kann ja sagen, was man will. Man kann ja auch wirklich meinen, was man will, aber es gibt halt wirklich, no joke, keinen süßeren Hund als ihn. Der ist einfach nur handsome, er sieht einfach extrem gut aus. Er geht einfach so, ey, er sieht so gut aus, er hört auch mittlerweile richtig gut und so. Und ich liebe ihn halt wirklich echt über alles. Aber als ich ihn bekommen habe, Leute, und ich schwöre es euch, als wir am Anfang diesen Hund hatten, ne? Was ist das denn jetzt hier? Das sollte nicht in die Playlist. Als wir den Hund am Anfang hatten, war es relativ schwierig mit ihm tatsächlich klarzukommen. Weil dieser Hund am Anfang, Digga, der war so fucking hyperaktiv. Holy shit, Digga. Der hat nicht gehört. Wenn ich jetzt hier, ich weiß nicht, kriege ich ihn da noch getriggert? Manchmal hat er das noch, aber er will gerade nicht spielen. Komm her. Da, seht ihr das? Diese Tendenzen, wenn er so ein bisschen den Finger in den Mund nimmt und drauf beißt. Das hier. Das macht er, das hat er am Anfang richtig, richtig krass gemacht. Und das musste man ihm halt wirklich abgewöhnen. Weil es halt echt eine Zeit lang gebraucht hat und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Der war am Anfang so hyperaktiv, hat ständig gebellt. Ihr wisst ja auch, wenn es hier klingelt. Im Stream hat er immer wieder gebellt. Und Leute, ich schwör's euch, klar ist es gute Erziehung, die ein Hund braucht. Aber eine Sache, die ich einfach auch gemerkt habe, ist einfach nur, der Hund muss älter werden. Dieses erste Jahr von einem Hund. Ey, Digga, die haben nur Scheiße im Kopf. Die haben nur Scheiße im Kopf. Der hat nur Scheiße gemacht. Das Einzige, was wir jetzt noch ein bisschen ändern müssen, ist, dass wenn irgendeinem ein Döner in der Stadt runterfällt, dass du da nicht hinläufst und den isst, ne? Im Park. Ansonsten läuft alles. Ich schwör's, Leute. Ein Hund muss einfach ein bisschen altern. Der ist jetzt bald 2. Im April wird er 2 Jahre alt. Der kleine Süßi. Und es hat sich so viel getan in der Zeit. No joke. Also wenn ihr euch mal einen Hund anschafft, safe Hundeschule, safe durchgehendes Training, Erziehung sowieso, bla bla bla. Aber auch ganz wichtig, vieles gibt sich mit der Zeit. Also es gibt noch so Tendenzen, manchmal bumst der einfach Kollegen von mir, der Hund, der ist richtig, also Digga, Akani ist wirklich ein kleiner Ficker, du bist ein Ficker, du bist gerade Topic hier im Stream, checkst du das? Du bist ein absoluter Ficker, manchmal rennt er hin, Kollege von mir irgendwie legt sich auf die Couch und Akani kommt und fickt den einfach ins Ohr, aber das haben wir ihm auch abtrainiert mittlerweile. Akani weiß jetzt, dass nicht mehr in Ohren gefickt wird, das weiß er jetzt mittlerweile. Der ist sehr, sehr, der hat so dominante Tendenzen, Pfote, ja, fein. Er hat so dominante Tendenzen, aber das muss man ihm halt auch ein bisschen abtrainieren. Das Ding ist, ein Hund versucht ja immer, ich bin deutscher Martin Ritter jetzt, pass auf. Hund versucht ja immer, so ein bisschen auszutesten, wie weit kann er gehen, was kann ich machen. Und wenn man dem Hund aber klar aufzeigt und bestimmt aufzeigt, nee, Digga, so nicht, fick dich, Junge, so jetzt aber nicht, mein Freund, dann checkt er das auch, wisst ihr, was ich meine? Und Akani hat das mittlerweile verstanden. Und das Gute ist natürlich auch, Leute, klar, wenn man so einen kleinen Hund hat, ey, Digga, ich glaube, mit einem Schäferhund ist was ganz anderes. Wenn Akani mich mal nach mir geschnappt hat früher oder so, oder mit mir gespielt hat und gebissen hat, das ist ja wirklich nur so ganz leichtes Knabbern, dann ist das was ganz anderes, als wenn dich ein sibirischer Wolfshund beißt, weißt du, was ich meine? So, wenn der sich nicht bewegt, Digga, ich kann den halt hochnehmen und sagen, hallo, Bro, entspann dich mal, Digga, entspann dich. Aber ja, Hunde, Digga, ich bin Martin Rütter, genau, Hunde sind wirklich ein Thema für sich. Ich hätte mich ja niemals mit einem Hund gesehen, muss ich ehrlich sagen, in der Zeit jetzt. Also letztes Jahr oder vorletztes Jahr so, wo wir den bekommen haben. Hätte ich niemals gedacht, what the fuck, ich und ein Hund. Aber ich habe ihn gesehen, Digga. Und er war, oh, Digga, direkt verliebt, mashallah, Digga. Akani hat gezaubert, wenn er scheißt auf die Straße, sage ich auch immer, Akani hat gezaubert, Digga. Ganz wildes Tier. Akani ist ein kleinen Mittelspitzenmischling, Digga, ich hab dich gerade angesabbert, das tut mir voll leid. Ich finde Großhunde viel besser. Ja, Ansichtssache. Eine Sache, die bei dieser Rasse, bei Akani wirklich abpacken kann. Also, er ist halt wirklich super entspannt, aber er bellt. Also er schlägt immer an,
wenn es klingelt oder wenn er etwas hört. Das kriegst du auch aus der Rasse nicht raustrainiert. Dafür wurden diese Hunde damals gezüchtet. Die haben ein sehr, sehr gutes Gehör. Dafür ein sehr, sehr kleines Gehirn. Also guck mal hier, das ist dein Gehirn. Das ist einfach dein, ja, das ist dein Gehirn, Bro. Das ist so klein. Und die schlagen halt immer an, sobald irgendwas draußen ist. Wenn es klingelt, bellen die. Wenn jemand im Treppenhaus, bellen die. Und die waren dafür wohl damals da, um die großen Hunde zu alarmieren, die halt dann tief gepennt haben. Also Akani ist eigentlich ein Wachhund, beziehungsweise mehr ein Alarmhund, der dann eigentlich die Wachhunde alarmiert hat. Und Akani war dann irgendwie so der Guy, der bei so 12 Schäferhunden irgendwo hing und die dann quasi alarmiert hat. So, mein Bruder. Lass dich mal runter auf die Decke, ne? Entspann dich ein bisschen. Ja. Willst du wieder hoch, oder was? Nee, Bro, wir müssen jetzt ein bisschen chillen. Wir müssen jetzt hier weitermachen. Also, all in all, meine Freunde, kurzer, quicker Hundetalk. Unterschätzt nicht, wie viel Arbeit ein Hund ist. Unterschätzt nicht, wie viel Arbeit ein Hund ist, Digga. Wirklich. Just Nero Alarm, so sieht's aus, Digga. Ein Hund ist geisteskrank viel Arbeit. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich ihn halb stubenrein am Anfang bekommen habe. Er hat 2-3 Mal in die Wohnung gepisst und einmal, glaube ich, gekackt. Aber das kriegt man auch relativ gut trainiert. Man muss halt wirklich immer und immer wieder nach dranbleiben. Und was eine ganz wichtige Sache ist, Hunde haben Arschlochtage. Hunde haben einfach Arschlochtage. Es gibt Tage, da wacht Akani auf und guckt mich so an. So, und der fuckt da nur ab. Der fuckt den ganzen Tag legit ab. Der nervt. Der nervt den ganzen Tag. Der nervt den ganzen Tag. Der denkt sich, okay, heute, Digga, heute mache ich dich wirklich kaputt. Heute mache ich dich kaputt, Digga. Und dann rennt der rum und beißt und bellt und ist hyperaktiv. Es gibt so Tage, aber das gehört irgendwie dazu. Ich meine, wir Menschen haben auch so Tage. Wisst ihr, was ich meine? So. Aber ja, was soll ich sagen? Akani, ein absolutes Prachtexemplar von Hund. Wirklich sehr gut zu erziehen und so. Und er hört mittlerweile im Park auch echt gut und alles. Also, muss schon sagen, sehr, sehr entspannte Sache. So, Dickin, hast du ein weiteres Video? Kurzer, entspannter Hunde-Realtalk von 6 Minuten. Let's go.